und einen Meteorologen zu beauftragen, über das Klima zu reden, das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn man einen Mediziner beauftragt, über Gespenster zu reden. Warum sage ich das in dieser drastischen Form? Es gab ja das Jahr 1848, kommunistische Manifest, und da ging, das fing ja an, ein Gespenst geht um, der Kommunismus. Und mittlerweile geht auch ein neues Gespenst um, das ist die Klimakatastrophe. Ich habe vor vielen Jahren gesagt, überleg doch mal, was besagt der Begriff Klimakatastrophe? Ist das überhaupt möglich? Da muss man natürlich jetzt erstmal in die Begrifflichkeit eingehen. Noch eine andere Vorbemerkung. Ich bin Ostpreuße und nachdem ich geehrt worden bin von der Landsmannschaft Ostpreußen für etwas, was ich, wozu ich auch keinen Auftrag hatte, wo sich mein Gewissen nur bei mir gerührt hat. Und die gewagteste Formulierung war, eine Front zu legen auf die Linie Königsberg-Hindenburg-Innsbruck. Es gab dann natürlich viele, viele Angriffe von der FDP, von der SPD natürlich, aber es gab damals auch noch Rückhalt in der FDP, das war der Erich Mende, oder CDU, das war der Alfred Dregger, die national eingestellt waren und die mir im ZDF immer wieder dann den Rücken freigehalten haben. Als Ostpreuße ist man ja irgendwo blutsverwandt mit einem ganz bekannten Landsmann, Immanuel Kant. Immanuel Kant ist ja im Grunde genommen der Aufklärungsphilosoph überhaupt. Und was mich an ihm leitet, ist der Spruch, sapere aude, habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen, um dich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Und die meisten Menschen leben heute in der Unmündigkeit, sind zu faul zum Denken, sagen, wenn die das vorgedacht haben, dann muss das schon richtig sein. Und das ist natürlich letztendlich auch der Tod einer lebendigen Demokratie. Ja, wenn die Mehrheit nicht mehr den Mut hat, gegen eine radikale Minderheit, die dann natürlich durch die Propaganda, durch die Medien glaubt, ja, mitreden zu können und nicht merkt, dass sie hier nur verschaukelt wird, auf gut Deutsch gesagt. Also, den Mut muss man erstmal haben, gegen den Zeitgeist anzugehen, und dann muss man auch sehr stringent mit der Sprache sein. Sie kennen ja alle, im Anfang war das Wort war bei Gott. Ja, und dann übernahm der Mensch das Wort und dann kam es ja dann irgendwann sehr schnell zur babylonischen Sprachverwirrung. Und was wir heute erleben, ist so etwas, ja, wie eine Sprachverwirrung. Es werden neue Begriffe geprägt, es werden Bedeutungsinhalte unterschoben. Und dann komme ich natürlich jetzt zu dem Begriff Klima. Klima gibt es nicht. Klima ist eine abgeleitete Größe. Ja, es gibt nur Wetter. Ja, es gibt kein Studium der Klimatologie, das macht man im Rahmen der Geografie, weil man ja auch mit der Erdkunde, mit der Topografie der Erde und so weiter und so fort vertraut sein muss. Aber Klima ist eine reine Rechengröße. Der Begriff Klima vagabundiert natürlich schon seit 200 Jahren etwa, als man die ersten Findlinge in Norddeutschland fand und fragt, wo kommen die dicken Steine her? Und da hat man dann überlegt, das könnte ja vielleicht nur von einer Eiszeit her sein. Eis kann ja natürlich solche Steine bewegen und vor sich herschieben. Und wenn das Eis zurückgeht und abschmilzt, dann bleiben halt die Steine übrig. Und dann kam natürlich der Bergbau, die Geologie, und dann hat man auch Gesteinsuntersuchungen, fossile Funde gemacht. Und dann fing man an zu überlegen, aha, das Erdklima kann ja nicht immer konstant gewesen sein hier an diesem Ort. Weil wenn wir das haben, ein berühmtes Beispiel ist die Grube Messe bei Frankfurt. Und da weiß man, dass das Mainzer Becken, das war mal ein See, und da muss subtropisches Klima geherrscht haben, was man da alles gefunden hat und so weiter und so fort. So hat sich der Begriff Klima festgesetzt,
Aber der moderne Begriff Klima ist natürlich von der Meteorologie abgeleitet. Es bedurfte erst der Messinstrumente, damit ich Wetter gibt. Es gibt bis heute keine Definition, was Wetter ist. Ja? Das ist so umfassend und so komplex und so variabel, dass jeder subjektiv das Wetter so aufnimmt, wie er gerade hat, wie er gekleidet ist. Wenn er richtig gekleidet ist, bei Regen, dann schimpft er nicht über den Regen, hat er eine dünne Jacke an und wird pitschnass, dann schimpft er natürlich über das Wetter. Ja? Und das Wetter, da gibt es einen Begriff, Wetterschutz. Was heißt Wetterschutz? Schutz vor dem Wetter. Regenschirm. Der Regenschirm schützt mich vor dem Regen. Der schützt nicht den Regen. Ja, der Sonnenschirm schützt nicht die Sonne, sondern mich vor der Sonnenstrahlung. Mit der Kleidung ist genauso. Ja, ich schütze mich vor dem Wind. Der Blitzableiter schützt das Haus vor dem Blitz. Ja, oder ich baue einen Hochwasserdamm, um mich vor dem Hochwasser zu schützen. Das ist ganz wichtig bei dem Verständnis, was Klima ist. Und 1935 haben sich die Staaten mit ihren Wetterdiensten in Warschau zusammengesetzt. Und nachdem der Begriff Klima überall herum vagabondierte, der eine bezeichnete die Tagesmitteltemperatur schon als Klima, der andere machte 5-Tage-Mittel, der andere Jahresmittel oder 5 oder 10 Jahre. Es ging also kunterbunt durcheinander. Man hat irgendwo immer eine Zahl gehabt, aber keine Vergleichbarkeit. Wie will ich die Zahl einordnen? Und 1935 hat man gesagt, okay, wir definieren die Periode 1901 bis 1930, also 30 Jahre, als Klimanormalperiode. Das ist sozusagen unser Maßstab, an dem wir in Zukunft das Wetter letztendlich bewerten. Und der Mensch ist ja gerne Lehrmeister, auch für die Natur. Er fühlt sich jetzt so als kleiner Nebengott oder Herrscher über Gott, er will ja die Schöpfung schützen. Obwohl er ein Produkt der Schöpfung ist, also gar nicht weiß, was vor ihm alles gemacht worden ist und geschehen ist. Aber dann hat man gesagt, okay, diese Periode definieren wir. Und da haben damals schon einige Wissenschaftler gesagt, Vorsicht, Vorsicht, so ein Wert, ja, wenn er dann mal berechnet ist, ein 30er Mittelwert, wie gesagt, gewinnt ein Eigenleben, eine eigene Dynamik. Und wir können natürlich nicht sagen, alles, was von diesem Wert in Zukunft abweicht, der Begriff der Anomalie auf, ja, dass das Wetter anormal ist. Nein, der Mittelwert ist das Anormale. Das Wetter kennt nur Schwankungen, ja, unregelmäßige Schwankungen, nicht periodische Schwankungen. Aber wenn ich natürlich einen Mittelwert berechnet habe, dann ist das ein konstanter Wert. Und das Ausschlaggebende ist, den Mittelwert kann ich erst berechnen, wenn ich 30 Jahre beobachtet habe. Dann kann ich eine mittlere Temperatur dieser 30-jährigen Periode machen. Muss ich diesen Mittelwert unter Schutz stellen? Nein, ich brauche ihn gar nicht unter Schutz zu stellen. Ja, er repräsentiert eine vergangene Periode. Die mittlere Temperatur von 30 Jahren einer Zeit, die vorbei ist. Und insofern ist es interessant, dass 1986, ja, als die Deutsche Physikalische Gesellschaft, ohne dass die Meteorologen, die Deutsche Meteorologische Gesellschaft davon überhaupt Kenntnis hatte, hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft am 22. Januar 1986 nach Bonn ins Hotel Tulpenhof eingeladen. Vor ausgewählten Journalisten wurde ihnen dann ein Papier übergeben, das den Titel trägt, Warnung vor einer drohenden Klimakatastrophe. Und da hat natürlich kein Journalist oder kein Germanist gefragt, ist überhaupt das möglich, dass es eine Klimakatastrophe geben kann? Wetterereignisse oder extreme Ereignisse, Dürrejahre, Hitzejahre, kalte Winter, milde Winter, Überschwemmungen, Starkregenfälle und so weiter, das gibt es seit Tausenden von Jahren. Das ist also nichts Neues. Aber Klimakatastrophe, ein statistisch errechneter Mittelwert, ist ein toter Wert.
Ja? Er ist auch nicht mehr veränderbar. Er betrifft ja die Vergangenheit. Ich kann die Vergangenheit nicht zurückhauen. Ich kann nicht die Zeit zurückdrehen. Ich kann auch nicht das Wetter zurückdrehen oder ungeschehen machen. Also insofern ist das natürlich eine raffinierte Sache, den Menschen eine Katastrophe zu präsentieren, die im Grunde genommen nur gespenstischen Charakter hat, aber eine psychologische Wirkung auf uns hat. Ja? Drohende Klimakatastrophe wurde natürlich sofort dann auch von den Physikern eine Aussage, die natürlich auch physikalisch absolut unsinnig ist, aber den Journalisten wurde das auch so gesagt, wenn das Eis am Nordpol schmilzt, steigt der Meeresspiegel um 7 Meter. Und dann wurde noch weitergerechnet, wenn alles Wasser, was in Eis gebunden ist, schmilzt, oder wenn alles Eis schmilzt, zu Wasser wird, dann steigt der Meeresspiegel um 70 Meter. Daraufhin kam dann im August 1986 der Spiegel und breitete das, was die Deutsche Physikalische Gesellschaft den Journalisten präsentiert hatte, auf. Der Spiegel war damals das Leitblatt, ja, für die gesamte intellektuelle Schicht in Deutschland. Ja, die haben den Spiegel wie eine Bibel gelesen und alles aufgesogen und geglaubt und so weiter und so fort. Und der Spiegel brachte auf der innen natürlich den reißerischen Text und so weiter und so fort. Und auf der Titelseite war, sah man, wie der Kölner Dom in der blauen Nordsee versinkt. Und diese Wirkung ist unvorstellbar auf den Menschen. Wir sind ja bildhafte Wesen. Ja, und wir haben auch viele Bilder in uns gespeichert, auch im Unterbewusstsein, über die wir nicht herrschen können, die wir auch nicht rational eliminieren können, ja, aber die uns immer wieder beeinflussen. Und das Bild des Kölner Doms in der Nordsee mit den Texten dazu natürlich, dass wir für die Klimakatastrophe verantwortlich sind, dass die Erde ein Treibhaus ist. Da kam natürlich im Unterbewusstsein sofort auf Meeresspiegelanstieg. Da gibt es ja so etwas, die Sintflut. Das ist ja in allen Mythen dieser Erde, ist ja irgendwo die Sintflut drin. Und die Sintflut war ja ein Strafakt, ja, weil der Mensch gesündigt hat, ja, hat der liebe Gott oder wer auch immer, ja, die Sintflut, den Meeresspiegel ansteigen lassen, die Sintflut. Ja, das war das eine Bild. Dann, wenn ich weiter sündige, komme ich in die Hölle. Und die Hölle, ein Synonym für die Hölle, ist das Treibhaus. Das Treibhaus, das ich aufheize, durch mein Verhalten, durch das, was ich verbrenne, wie viel ich verbrenne, wie viel ich fliege, wie viel ich mit dem Auto fahre, wie viel ich heize, ja, mittlerweile ist es ja beim Essen angekommen und so weiter und so fort. Ja, alles das, was ich zu viel mache, ist sündhaft, heizt das Treibhaus auf, bis das Treibhaus zur Hölle wird. Ja, die Erde hat Fieber, ja, das Klima ist in der Krise und so weiter und so fort. Und wir wissen ja alle, Klima gibt es nicht. Ja, das Wetter kennt keine Krisen. Das kennt auch kein Fieber. Ja, das Wetter richtet sich im Jahresverlauf nach der Sonne, nach den Jahreszeiten. Ja, Klima heißt ja auch, kommt aus dem Griechischen, ist kein deutsches Wort. Es gab mal einen österreichischen Präsidenten, der hieß Viktor Klima, aber hat natürlich damit gar nichts zu tun. Klima kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Neigung, Krümmung. Und die alten Griechen, die den Begriff Klima ja erfunden hatten, bevor die Germanen Griechisch lernten und konnten, bevor es überhaupt eine deutsche Sprache gibt, die diesen Begriff übernehmen konnte, haben gewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Sie haben auch schon den Kugelumfang relativ genau geschätzt auf fast 40.000 Kilometer. Dieses griechische Wissen, ja, die haben auch natürlich die Jahreszeiten beobachtet, haben gemerkt, aha,
Die Umlaufbahn der Erde läuft mit einem, in einem bestimmten Winkel, die Schiefe der Ekliptik, sodass immer die Sonne im Hochsommer, also im 21. Juni, bei 23,5 Grad nördlicher Breite liegt. Jetzt am 21. Dezember wird es dann bei 23,5 Grad südlicher Breite sein. Dazwischen gehen sie zweimal über den Äquator. Und da haben die Griechen gesagt, okay, dann bezeichnen wir den Bereich zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis als tropische Zone, Klimazone. Ja, da unterschreitet der Sonnen, der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen auf der Erdewinkel nicht 66 Grad, also das ist die äquatoriale Zone. Dann ab 66 Grad Nord und 66 Grad Süd, das nennen wir polare Zone. Und dazwischen ist die gemäßigte Zone. Und in dieser leben wir. Die gemäßigte Zone ist im Grunde genommen die Kampfzone, wo warme Luftmassen und kalte Luftmassen vermischt werden, dann entstehen Tiefdruckgebiete, ja, die sich dann, wenn der Temperaturausgleich stattgefunden hat, löst sich ein Tief auf, aber dafür hat sich an anderer Stelle schon wieder ein neues Tief gebildet und so weiter und so fort. Und das macht im Grunde genommen das Wetter zu einem lebendigen Wesen, ja, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und es hat dann viele, viele Jahre gedauert, bis der Mensch überhaupt Wetterbeobachtung hat er schon immer gemacht. Ja, er wollte ja wissen, wie die Ernte ist, die Bauernregeln und so weiter und so fort. Und das waren sogar sehr kluge Beobachtungen, ohne dass es überhaupt ein meteorologisches Messinstrument gab, ohne dass man wusste, was die Atmosphäre ist. Das hat man ja noch für so eine unsichtbare, unwägbare Flüssigkeit gehalten, die Luft. Und erst viel später die Luftzusammensetzung, das alles bestimmt, dass da Sauerstoff und Stickstoff und Kohlenstoffdioxid drin ist und so weiter und so fort. Das ist also alles, wie gesagt, viel später gekommen und die haben natürlich auch die Bauern, da sie ja nun und die 90% der Bevölkerung waren ja in der Landwirtschaft tätig. Heute ist es ja umgekehrt, sind nur noch 10% in der Landwirtschaft, wenn überhaupt. Und der Rest hat mit dem Wetter gar nichts zu tun, ist nur noch Konsument, sitzt, hält sich in Wohnstuben auf, in klimatisierten Räumen und so weiter. Da ist da wiederum das Wort Klima drin. Oder wenn ich in die Autowerkstatt fahre, da gibt es einen Klimaservice, es gibt die Heizung und Klimatechniker. Überall hat der Begriff Klima eine andere Bedeutung. Ihn kann man eigentlich nicht fassen. Und das macht ihn natürlich als politische Waffe so wichtig, diesen Begriff. Ja, also die Klimakatastrophe wurde verkündet, alles erschreckte, stellte das Denken ein, fühlte sich schuldig und hat nur gedacht, hoffentlich trifft uns ja, die Strafe des Staates, ja, nicht, wenn wir hier uns am Klima versündigen. Es ist absolut unmöglich. Auch ein Jurist müsste, wenn er sich muss, man muss sich ja auch mit dem Klima heutzutage beschäftigen. Es gibt ja Gesetze, und wo dann vorgeworfen wird, dass man sich durch sein Verhalten am Klima versündigt und so weiter. Und dann müsste ja ein Jurist, wenn er einen verteidigen will, wenn ich jetzt einmal morgen angeklagt werde, ich habe hier obszöne Reden gegen das Klima gehalten, dann müsste ein Jurist sagen, also tut mir leid, ihr beweist mal danach, dass der Herr Thüne an dem Klima irgendwas geändert hat. Ich habe gesagt, das ist ein Mittelwert, der betrifft nur die Vergangenheit und die Vergangenheit ist nicht mehr ungeschehen zu machen.